Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zum dritten Teil unserer Deutschlandreise. Nach einigem Hin und Her, welches wohl unser nächstes Ziel sein soll, entschieden wir uns für die Münchhausen-Stadt Bodenwerder an der Weser. Der Stellplatz ist direkt an der Weser gelegen und absolut ruhig. Schaut euch mit uns einfach ein bisschen auf den Platz um. Wir kamen an, platzierten unser Wohnmobil, wo es uns gefällt, und meldeten uns am Kiosk an. Also, freie Platzwahl, Stromanschluss am Platz, Fernentsorgung zeigen wir euch noch, alles vorhanden, was der Mensch so braucht. Ach ja, man kann wählen zwischen Rasenstellplätzen oder befestigten Stellplätzen. Oder ein Schotterplatz ist auch noch da. Jetzt sehen wir den Weg zum Kiosk. Oh, da hinten ist nochmal der Schotterplatz. Die Fähr- und Entsorgung wird auch noch besser zu sehen sein. Und einzelne Plätze sind auch für Dickschiffe geeignet. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Kiosk. Das Kiosk ist geführt von einem Pakistani, der eine sehr gute Küche anbietet. Er bietet unter anderem auch ein Campermenü an, das direkt ans Wohnmobil gebracht wird. Wobei wir dieses nicht probiert haben, weil die pakistanische Küche ist nicht so unser Ding. Nun sind wir auf dem Weg zum Kiosk und zum Ver- und Entsorgungsplatz. Rechts sehen wir die Müllcontainer. Und links, das sind die Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten, wobei die Dusche defekt war, aber man konnte in der Behindertendusche duschen, was auch kein Problem war. Hier sehen wir die Entsorgung, schöner Bodenanlass, Frischwassersäule und Chemietoilettenentleerung, alles vor Ort. Am Kiosk kann man sehr gut essen, wobei Cafés und Restaurants auch entlang der Uferpromenade sind. Schwenken wir nochmal zurück zu unserem Wohnmobil. Ach so, zu erwähnen wäre auch noch, die Auslaufmöglichkeiten für Hunde sind sehr gut. Man kann schöne lange Spaziergänge an der Weser unternehmen. Und die Stromversorgung funktioniert mit einer Guthabenkarte, die man am Kiosk erhält. So, und jetzt nehmen wir euch mit in die Altstadt. Stopp, doch noch nicht Altstadt. Wir gehen noch einen Moment die Uferpromenade entlang. Unserem Hundi hat es so gut gefallen, er wollte gleich in die Pfütze hüpfen. Die Uferpromenade selber ist alles neu angelegt und man fühlt sich so richtig wie im Urlaub. Ein wunderschöner Kinderspielplatz mit kleinem angedeuteten Sandstrand macht den kleinen und großen Kindern Freude.
unterwegs mit den Fahrrädern kann man das Örtchen Rothenwerde erkunden. An der gegenüberliegenden Weserseite ist wohl der Hauptort Rothenwerde. Weite Wiesen blasen die Hundis zum Rennen ein. Und auf der gegenüberliegenden Seite geht jemand mit einem ganz großen Hundi spazieren. Wunderschöne Eindrücke von der Weser. Hier noch einmal die alte Eisenbahnbrücke aus Eisen und der Stellplatz noch mal von unten gesehen. So, nun sind wir in der Altstadt gelandet. Eine wunderschöne Fußgängerzone und natürlich darf ein Münchhausenbrunnen nicht fehlen. Wer kennt nicht die Geschichten von dem Ritt auf der Kanonenkugel? Der Brunnen ist sehr schön gestaltet und nimmt einen mit in die Geschichte von Baron von Münchhausen. Wer mehr über Münchhausen wissen möchte, müsste sich mal ein bisschen informieren bei Wikipedia. Cafés und Restaurants sind vorhanden. Wir waren um die Mittagszeit dort. Es war interessanterweise alles geschlossen, aber abends wird wohl einiges los sein dort. Cafés und Eisdielen und kleine Läden für alles, was der Mensch so braucht. Rechts geht es zum Anleger an der Weser. Man kann dort schöne Ausflugsfahrten mit dem Schiff unternehmen. So, weiter geht es in die Heide. Unser Hundi auf seinem Platz im Wohnmobil. Wir sind in Heidekamp in Heber gelandet und machen nur eine kleine Stellplatzvorstellung für die Wohnmobile. Der Platz selber ist riesig groß, hat eine Dauercamperabteilung, einen kleinen Badesee, kleine Hütten zu mieten, und vieles mehr, aber kommt mit, wir gucken uns einiges an.
das ist nochmal unsere Parzelle, die eigentlich schon zum Wohnmobilstellplatz gehört. Jetzt gehen wir Richtung Rezeption. Diese Straße führt ganz nach hinten auf den Campingplatz zu den Dauerstellplätzen und zu den Gastplätzen. Der Alltag wird hier draußen gelassen und die Erholung hat hier einzusetzen. Dies ist die Wartespur zum Einchecken. Weiter vorne ist auch noch Platz für Gespanne, die warten müssen. Hier ist der Platz für die Gespanne. Strom bekamen wir über eine Stromsäule, die mit 1-Euro-Stücken gefüttert werden wollte. Schöne Deko darf natürlich auch nicht fehlen. Die Heide lässt grüßen. Dies ist der Weg zu dem eigentlichen Stellplatz, den wir uns auch gleich angucken werden. So, nun zeigen wir euch die Wohnmobilstellwiese. Die Parzellen sind angedeutet durch kleine Holzzäune. Die Plätze sind ausreichend groß parzelliert und Strom ist an jedem Platz. Ver- und Entsorgung auch vorhanden, auch für die Hunde. Nicht die Hunde entsorgen, sondern das, was der Hund hinterlässt. Eine Frischwasserzapfstelle. Die Toilettenentsorgung. Ein breiter Bodeneinlass für das Grauwasser. Nun sind wir zurück auf dem Campingplatz und schauen uns das Restaurant von außen an. Empfohlen wird immer eine Reservierung. Nur noch was zur eigenen Sache. Seht uns nach, dass unsere Tonaufnahmen im Moment nicht so toll sind, aber wir werden uns ein geeignetes Mikrofon noch anschaffen. Außerdem freuen wir uns auf ein Abo und einen Daumen hoch von euch. Auf der rechten Seite sehen wir Cat Cars für die Kids. Eine Rallyebahn ist auch vorhanden, das heißt, die Kinder können sich den ganzen Tag beschäftigen.
Rezeption war sehr freundlich. Ein Klanggarten zur Erholung und zur Stärkung des Sinnes ist auch da. So, das war's. Unsere Deutschlandtour ist zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.